Und wer sein Atmen permanent unterdrückt, der hat auch Probleme, bestimmte Gefühle, bestimmte Erlebnisse überhaupt uneingeschränkt verarbeiten zu können. Also wenn du auf dich jetzt bestimmte Prozesse zukommen, dann führen die häufig dazu, dass du selber dich quasi in eine Art Loch hineinfallen empfindest. Das heißt, du merkst, du hast keine Kontrolle, du merkst, es kommt da was wie Angst, und in dem Moment reagieren wir in der Regel mit ganz, ganz starker Abwehr. Das ist ja Angst, weiß man ja, man erschrickt, hält den Das Atem drückt an. sich sehr häufig im Atmen aus, und Angst kommt sprachlich von Enge. Und diese Enge erleben wir dann auch. Und hier gibt es einen ganz, ganz einfachen Tipp: sich weit machen, ausweiten. Und das hängt sehr stark auch mit dem Atmen zusammen. Und wenn ich also ein solches Erlebnis habe, gerade jetzt in Zeiten dieses Wandels erleben das viele Menschen, die Anzahl der Depressionen steigt. Das war vor wenigen Tagen, war ich einkaufen. Und meine Frau hat mich dann auf die Überschrift der Bild-Zeitung aufmerksam gemacht. Da stand immer mehr Depressionen. Bild zeigt, ich glaube, die 100 besten Medikamente oder was auch immer. In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass das eben nicht etwas ist, was nur schlecht ist, sondern es weist dich auf etwas hin, womit du nicht im Frieden bist. Und die Art, mit der wir da umgehen, indem wir quasi eine Flucht aus diesem Gefühl heraus am liebsten herbeisehen, bringt uns nicht weiter, denn es klopft immer neu an. Und tatsächlich ist das Beste, sich einfach diese Dinge betrachtend einzulassen und zu akzeptieren, dass es auch Ausdruck des Lebens ist. Das aber fällt dir schwer, wenn beispielsweise die eigene Atmung so blockiert ist, dass du gar nicht im Frieden sein kannst, sondern tatsächlich genau, was du eben sagst, diese panischen Gefühle dort entwickelst. Und deswegen ist die Atmung eine hervorragende Grundlage, um überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, mit solchen Prozessen leichter auch auf der körperlichen Ebene umgehen zu können.